Liebe Gemeinde, einen schönen guten Morgen. Draußen scheint die Sonne, die Temperaturen werden immer besser. Eigentlich würde ich mich gerne mit Leuten verabreden, aber dieses Jahr ist das ja leider nicht so einfach. Das Wetter draußen, das passt manchmal so überhaupt nicht zu meiner Stimmung. Manchmal kommen Ängste hoch, manchmal bin ich traurig. Manchmal gibt es auch Streit, weil man sich zu eng auf der Pelle hängt zu Hause. Jeden Tag bin ich froh, wenn ich einmal so richtig einen Spaziergang machen kann oder mich aufs Fahrrad schwingen kann. Wenigstens einmal kurze Zeit die eigenen vier Wände nicht mehr sehen, einmal die Nachrichten aus dem Fernseher oder aus dem Handy ignorieren. Draußen vor der Tür sein, das ist unsere Sehnsucht im Moment und ich denke, Sie können das nachvollziehen. Draußen vor der Tür, vor dem Tor, außerhalb der Stadt. Das ist auch das Thema des Hebräerbriefes und aus diesem Hebräerbrief ist auch unser Predigttext. Und ich lese Ihnen aus der Gute-Nachricht-Bibel nur ein paar Auszüge. Dort geht es darum, wie die Christen leben sollen. Es heißt dort, liebet einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat uns versprochen, uns nicht allein zu lassen. Nie werde ich mich von dir abwenden, sagt er. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus seinen Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag bringt der Hohepriester das Blut von den Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. Das ist der Zusammenhang, in dem unser Predigttext steht. Und nun kommt der Text des Predigttextes. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und miteinander zu teilen. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt. Was heißt das eigentlich? Draußen vor der Stadt, das war der Ort, wo es besonders schrecklich war, wo die Kranken waren, wo auch der Hinrichtungsplatz war. Grausamkeit, Geschrei war dort zu hören und Schmerzen. Da hat Jesus für uns gelitten, draußen vor dem Tor. Der Hebräerbrief sagt, geht dahin, schaut nicht weg. Gerade da ist Gott. Gerade da ist Gott, wo wir denken, dass keiner mehr Solidarität übt. Gott ist draußen vor dem Tor. Da, wo Menschen leiden, wo sie fragen, hast du mich verlassen? Liebe Gemeinde, rausgehen, vor die Tür gehen, ist ja gerade nicht angesagt. Trotzdem bleiben und sind wir Christen aufgerufen, aus uns herauszugehen und Gutes zu tun. Uns nicht zurückzuziehen, sondern vors Tor zu gehen. Vors Tor gehen heißt im Hebräerbrief Gutes tun, miteinander teilen und zufrieden sein mit dem, was man hat. Gerade jetzt gibt es ja viele Menschen, die einsam sind, die Angst haben um das eigene Leben, aber auch um das Leben der anderen. Fast jeder fühlt sich in dieser Zeit auch hilflos. Als Kirche, als Ekklesia, das bedeutet, die Herausgerufenen, sollen wir hinausgehen in die Welt und das Evangelium, die gute Botschaft, verkündigen. Im Moment ist das nicht einfach. Aber wir können
jemanden anrufen, ohne ihn anzustecken. Besonders die, von denen wir wissen, dass sie zu Hause gar niemanden haben. Wir können die anrufen, von denen wir wissen, dass sie psychische Probleme haben und deshalb noch mehr unter der Isolation leiden. Wir können auch freundlich grüßen, wenn wir einmal draußen sind, auf Abstand natürlich einen guten Tag wünschen, egal ob man den anderen kennt oder nicht. Wir können auch beten für die, die krank sind. Wir können für Obdachlose etwas spenden. Es braucht auf jeden Fall mehr Kreativität, die gute Botschaft im Moment zu verkünden. Aber es geht. Liebe Gemeinde, apropos frohe Botschaft. Im Hebräerbrief steht auch, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gestern beim Frühstück sprach ich mit meiner Familie über diese Andacht, über diese Predigt heute Morgen. Und sie sagten, du musst unbedingt auch sagen, dass wir froh sind, was wir haben und was dennoch alles in dieser Zeit im Moment möglich ist. Ich bin darüber wirklich sehr froh. Und das nicht nur, wenn ich draußen vor der Tür bin. Amen. Miteinander beten. Gott, du bist uns Kraftquelle und unser Zuhause, jetzt und alle Zeit. Wir brauchen deine Kraft, um uns nicht von Ängsten bestimmen zu lassen. Wir brauchen deine Kraft, um nicht in Missmut zu versinken. Wir brauchen deine Kraft, Gott, als Kirche, um für andere da zu sein. Gib uns Kraft, aus uns herauszugehen und nicht nur unser eigenes Wohl im Blick zu haben. Gib uns Kraft, aus uns herauszugehen und mit denen zu sein, die im Moment großes Leid zu tragen haben. Geht in alle Welt, sagt Jesus, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Wissen darum, lasst uns in die neue Woche gehen. Amen.